So, er weiß schon mal, wie er an Weizen für die Schule kommt. Und sehr schön, wir kriegen jetzt Nahrung rein von den beiden. Später, wenn wir nichts mehr an Fischen haben, wirst du zum zweiten Jäger. Das hilft uns, die Nahrungsproduktion fürs Erste im Auge zu behalten. Und ja, da ist Weizen. Ein paar Möbel liegen hier rum. Jede Menge Wasser. So, wieder Bauarbeiter aus dir machen. Sehr schön, wir haben den Jäger erfunden. Ja, eure Berufe kann ich leider nicht anpassen. Du schnappst dir hier Holz. Um die Mühle oder, ja, den Brunnen zu bauen. Gut. Und ich glaube, ich werde danach unseren Träger hier erstmal zum Lebenssammler machen. Ja, Lehmarbeiter Steinmetz und ich werde hier noch einen Holzfäller brauchen. Der dann den... Ich glaube, ich lasse hier einfach nur Eisen sammeln und liefere es dann hier rüber. Ah, ist auch nicht so gerade die beste Idee. Nee, Steinmetz und Holz, einen zweiten Holzfäller. Fischer ist erfunden, Schule ist fertig, das ist beides gut. Du bist hungrig, es gibt noch Nahrung in den beiden Lagern, zum Glück. Und wir holen unser erstes Weizen, das ist sehr gut immer. Ja, zum Kundschaften kann ich auch meine beiden Soldaten nehmen, denke ich mal. Die haben, glaube ich, eine höhere Sichtweite als ein normaler Kundschafter. Weil ich muss auf jeden Fall irgendwo Gold finden und ich weiß noch, dass es hier einen Eskimo-Stamm gibt. Da ist der doofe Steinkopf. Sehr gut, du hast Holzfäller erfunden. Hier drüben werden nochmal Steine. Also ja, ein bisschen Fisch würde es hier geben. Es gibt aber auch noch genug Jagdwild. Oh, ich habe die Apotheken entdeckt.
Die Impotheken, okay. Oh shit. Oh, doppelt dreifach shit. Wo zur Hölle läufst du bitte hin? Ja, will. Vorstaut. Ihr könnt alle bitte wieder umdrehen. Da wäre ich sehr, 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 sehr dankbar für. Okay, das ist jetzt ein kleines Problemchen. Okay, da wir vielleicht eh neu laden müssten, wenn die hier randalieren. Werden sogar schon angegriffen, oder? Nee, du bist hungrig. Ernsthaft? Schlag den doch bitte für mich. Okay, das ist nicht gut. Oh, es ist ein Stufe 3 Schwertkämpfer auch noch. Nicht kämpfen. Oh, geh doch, renn auch weg. Ich glaube, das war's mit unserer Siedlung. Okay, was machen die jetzt? Gehen sie irgendwen umbringen oder gehen sie einfach wieder? Wenn sie einfach wieder gehen, bin ich froh und halte mich von da oben fern.
Okay, du hast Träger erfunden. Gut. Gut, jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wo der Feind ist. Wir haben einen getötet, während wir zwei Soldaten verloren haben. Ist ein bisschen ärgerlich, aber jetzt ist es halt so. Sicherheitshalber speichere ich an der Stelle mal. Ich hätte vorher speichern sollen. Also ich weiß, da oben in den Bergen sollte ich nicht mich rumtreiben. Da ist nämlich eine sehr schlecht gelaunte Armee. So, da die Mühle gebaut ist. Das Weizen gemahlen werden kann. Muss Bernie halt von da drüben erstmal den Weizen holen. Das könnte dann eine Weile dauern. Außer... stellen wir die Wunschmenge auf 20. Bring du mal bitte den Weizen aus dem Lager dorthin. Wir brauchen mehr. Auf jeden Fall jetzt mal mehr Wikinger brauchen wir. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ein bisschen auf ein Wurzelt. Weil ich brauche einen neuen Farmer. Dringend. Ich brauche einen neuen Kundschafter. Beziehungsweise ich brauche einen Müller. Also wir wissen, wo, dass wir uns von den Bergen hier fernhalten müssen. So, dann hoffen wir einfach mal, dass er mit der Mühle schnell vorankommt. Wir haben zwar noch Nahrung. Wir haben auch hier drüben Nahrung für alle Nöte. Aber auf lange Sicht wird es ohne die Bäckerei nichts werden.
Also, du Kundschafter erstmal. Wenn du gegessen hast.